Wilde Schönheit findet man hier und atemberaubende Baukunst vergangener Epochen. Genießen Sie mit mir heute eine Reise auf der Loire. Die Loire im Herzen Frankreichs ist 1000 Kilometer lang. Wir haben eine besonders schöne Route für Sie zwischen Chambord und Chinon ausgesucht. Und meine Begleiterin wohnt auf einem Schloss. Wir haben 14 Märchengärten. Die lässt sie mit all den märchenhaften Tieren links liegen und geht mit mir erstmal auf Tour. Besuchen Sie mit uns traumhafte historische Anlagen, aber auch hochinteressante moderne Gärten. Wir begeben uns auf die Spuren von Leonardo da Vinci und erfahren, wie die Mona Lisa nach Frankreich gekommen ist. Sein Haus heute, ein Museum und Kinderparadies. Gehen Sie mit uns einkaufen und vor allem schlemmen. Und lassen Sie sich Geschichten erzählen über mächtige Könige und ihre manchmal ebenso mächtigen Mätressen. Willkommen an der Loire. Willkommen vor dem prächtigsten und größten der Schlösser, die hier zu Hunderten das Ufer säumen. Chambord ist wirklich ein Traum. Ein Märchenschloss, wie es im Buche steht. Erbaut wurde es als reines Vergnügungs- und Jagdschloss im 16. Jahrhundert. »440 Räume, allein für den König und seine adlige Gefolgschaft gibt es hier. Dabei war sein Eigentümer nur 12-mal hier. François le Premier, also Franz der Erste, war 32 Jahre lang König von Frankreich und gönnte sich so einiges. Unter anderem auch, auf all seine Lustreisen seine Mätressen mitzunehmen. Dieses Schloss war darauf eingerichtet.« Chambord ist ein Renaissance-Schloss. Dieser Stil kam aus Italien nach Frankreich. Und Sie glauben nicht, wer Franzens Bauzeichner war? Leonardo da Vinci. Der war nämlich auf Einladung des französischen Königs hier nach Frankreich gekommen, dazu später mehr, und hat die Pläne zu Chambord ertüftelt. Unter anderem hat er diese erstaunliche Wendeltreppe geschaffen. Das ist eine Treppe in offener Konstruktion mit zwei identischen Läufen. Das heißt, man kann die eine Treppe hochgehen, ohne demjenigen zu begegnen, der gerade hinunterschreitet. Diese architektonische Spielerei hat sich wahrscheinlich auch Leonardo da Vinci ausgedacht. Die zwei Treppenläufe sind wie eine Doppelhelix ineinander verschlungen. Jetzt sind wir ganz oben, aber hier oben erinnert nichts an ein Dach. Man fühlt sich vielmehr wie in einer Stadt. Hier sind überall verwinkelte Gässchen, 356 Kamine allein, die hier stehen wie Häuser. Und natürlich diese Wahnsinnslaterne, der höchste Punkt des Schlosses, extra für den König. Franz I., der sich übrigens überall mit seinem F hier verewigt hat, wollte mit Chambord seine Macht und Größe demonstrieren. Er ärgerte sich nämlich darüber, nicht Kaiser geworden zu sein und lud seinen Konkurrenten prompt nach dessen Wahl hierhin ein. Wenn Franz hierhin zur Jagd einlud, kamen mehrere tausend Personen und sie alle wurden beherbergt. Einen Eindruck der damaligen Innenausstattung kann man auch heute noch bekommen. Und war der König abgereist, wurden alle seine Möbel wieder ausgeräumt. Yannick Mercoirol, Kultur, Programmdirektor von Chambord, zeigt mir jetzt hier ein ganz spezielles Zimmer. Wer hat hier damals gewohnt? Also ich würde sagen, die Hauptmätresse von Franz I., La Duchesse d'Étampes. Sie war nicht so oft hier. Nicht? Der König war auch nicht so oft hier. Anne d'Étampes hatte eine Vorgängerin und natürlich auch eine Nachfolgerin, aber sie hielt sich relativ lange in der Gunst des Königs. Sie begleitete ihn viel auf Reisen, denn Franz I. wanderte mit seinem Hofstaat von Schloss zu Schloss, was übrigens üblich war in diesen Zeiten. Franz I. hat nur 72 Tage
hier verbracht. Überhaupt in seinem Leben? Ja. Ach, das ist ja spektakulär. Und was hat er dann alles mitgebracht? Also kann ich mir vorstellen, dann wirklich auch Wandbehänge, Bilder, alles dabei? Das war total voll, wann der König da war. Total. Alles, was man sich in einem Schloss vorstellen kann. Was ein König so braucht. Ja, und er braucht viel. Vom Mätressenzimmer führt direkt eine Privattreppe in das Schlafgemach des Königs. Hier hat also Franz der Erste genächtigt. Ja, ganz genau. Und das ist zum Beispiel ein echtes Renaissance-Bett. Aha. Ich kann mir ehrlich gesagt jetzt gar nicht vorstellen, dass das so rucki-zucki aufgebaut war. Es sieht sehr massiv aus. Nee, sie brauchten nur ungefähr 3 Tage, um alles anzubauen. Alles hierher zu schaffen und alles aufzubauen? Ja, ja. Aber sie waren zwischen 2.000 oder 3.000, ne, Leute. Das so, ja, na gut, ja. Okay. Wenn man so viel Fußvolk hat, dann dürfte es funktionieren. Genau. Der Einzug des Königs in ein Schloss ist übrigens hier auf einem Gemälde festgehalten. Diese Terrassen waren auch ein wunderschönes Örtchen für all die Mätressen und Ehefrauen, um ihre Männer beim Jagen zu beobachten. Denn das ist das Jagdrevier von Chambord. Riesengroß. Das Jagdrevier von Chambord umfasst 5.400 Hektar. Das sind 7.500 Fußballfelder. Wir treffen jetzt gleich eine Frau, die tatsächlich schon einmal das Privileg hatte, hier jagen zu dürfen. Sie ist unsere Begleiterin durch das Loiretal. Ah, oben oder unten? Okay. Hallo. Hallo. Wunderbar. Darf ich vorstellen, das ist Caroline Legnot, unsere Begleiterin durch die Sendung. Wir hätten uns keine tollere wünschen können, denn mit Caroline könnte man auf die Jagd gehen. Ich bin aber Vegetarierin. Was können wir denn stattdessen machen? Ja, es gibt andere Dinge, die wir machen können. Ich kann dich die schönsten Flüsse der Loire zeigen. Gerne. Oder Gärten. Wir können Gemüse kochen. Gemüse, das ich selbst gebaut habe. Oh, selbst angebaut? Angebaut, ja. So besser. Und wir können auch vielleicht Schiff fahren, Boot fahren. Das finde ich gemütlich. Caroline führt uns zur Anlegestelle von Chambord. Von hier aus kann man auch heute noch Bootstouren auf der Loire unternehmen. Zu König Franzens Zeit war das hier ein richtiger Hafen. 1.800 Leute haben hier gearbeitet, um die Steine für Chambord mitzunehmen. Also die sind hier mit dem Boot angekommen, die Steine, und dann wurden die nach Chambord von hier aus. Die traditionellen Flachbodenschiffe sahen damals übrigens fast genauso aus wie heute. Man bucht sie am besten übers Internet oder telefonisch. Bonjour, Cathy. Bonjour, Vincent. Bonjour. Oh. Merci de nous accueillir. So lernt man die Loire doch richtig gut kennen. Beste. Vielleicht sollte ich die Augen öffnen. Ja, um zu gucken, ist sie so schön, all diese Natur hier. Wunderbar. Es lohnt sich tatsächlich, genau hinzuschauen. Denn die Loire ist ein Naturparadies. Tagsüber sieht man die Biber seltener. Öfter dafür die Gewässerökologen, die streng darauf bedacht sind, dem Biber und anderen Tieren den Lebensraum möglichst natürlich zu erhalten. Der Nager lebt übrigens auch deswegen so gern hier, weil die Loire mit ihren vielen Nebenarmen nie begradigt wurde. Die abwechslungsreiche Natur ist vom Menschen kaum beeinträchtigt worden. Hier sieht man deutlich, wie der Biber den Baum an der Basis umgelegt hat. Er nagt als erstes die Rinde ab und frisst auch gern die jungen Blätter. Wofür Gewässerökologen heute weltweit plädieren, nämlich einem Fluss die Möglichkeit zu geben, sein Bett so zu gestalten, wie er will, war im Loiretal immer eine Selbstverständlichkeit. So naturbelassen ist das Flussbett mal flach, da fließt das Wasser rasant, an anderen Stellen dagegen tiefer. Dort herrscht weniger Strömung. Das sind ideale Bedingungen für Fischreichtum. Die Loire wurde nie kanalisiert. Ist heute Vorbild für andere Flüsse Europas, die renaturiert werden sollen. Im Spätherbst kommen die Lachse aus dem Atlantik in die Loire, um zu laichen.
An rasch überströmten Stellen legen sie tausende Eier in die kiesigen Sedimente ab. Die Jungfische leben eine Zeit lang im Fluss, wandern dann ins Meer und kehren als ausgewachsene Tiere schließlich wieder zum Laichen zurück. Den Fischreichtum der Loire lieben auch die Vögel. An den Ufern der Loire stehen Auenwälder mit einer großen biologischen Vielfalt. Auffällig die Mistelbüsche überall in den Baumkronen. Bei so viel Naturromantik sollte nicht verschwiegen werden. Nur 16 Kilometer von Schloss Chambord entfernt steht ein Atomkraftwerk. Eines von vieren an der Loire. Für sie muss der Fluss Kühlwasser bereitstellen. Die Loire ist eine Lebensader in der Mitte Frankreichs. Sie war es immer schon. Seit dem 14. Jahrhundert war diese Flusslandschaft für die französischen Könige das kulturelle Zentrum ihres Landes. Und zwar, weil bis 1453 die Engländer den Norden und sogar Paris besetzt hatten. Losgeworden ist man sie mit Hilfe von Jeanne d'Arc, Johanna von Orléans. Davon später mehr. Doch auch nachdem Paris befreit war, baute der Adel in diesem Abschnitt des Flusses fleißig weiter. Über 400 Schlösser gibt es hier. Die UNESCO hat sie zum Weltkulturerbe erklärt. Die Loire ist ganz schön hoch heute, oder? Ja, das stimmt. Dann ist es gar nicht so einfach, das Boot zu steuern. Naja, das geht schon. Ich bin schließlich jeden Tag hier auf dem Fluss. Die Loire ist so etwas wie meine Geliebte. Oh, sie ist so seine Liebe. Das habe ich verstanden. Von den Chambon-Mätressen zur Flussmätresse, sehr schön. Und am Ufer des Flusses wirklich, egal wohin man blickt, Schlösser. In diesem hier hat die berüchtigte Madame Pompadour gelebt. Sie war eigentlich nur Bürgerliche, aber als Mätresse so begabt, dass König Ludwig XV. Sie zur Herzogin machte und ihr nicht nur dieses eine Schloss schenkte. Es nennt sich Schloss Menard, wird heute privat bewohnt und ist der Öffentlichkeit leider nicht zugänglich. Es gibt aber auch privat bewohnte Schlösser, die man besichtigen kann. Und das kann richtig spannend werden. Sollen wir euch zeigen, wie man heute in einem Schloss wohnt und wie man früher in einem Schloss gewohnt hat? Ja. Okay, also los! Zuerst geht's in die Vergangenheit. So sah das Arbeitszimmer eines Adeligen zu Zeiten der Renaissance aus. Im anderen Flügel das moderne Büro der Familie. Also hier ist unser Arbeitszimmer, aber es ist nicht leicht in Schlössern zu wohnen und zu arbeiten, weil man hat zwar sehr viel Platz, aber es ist nicht adaptiert für das heutige Leben. Also um dann die Computer, um die Wi-Fi, also dass es halt funktioniert, weil die Mauern sind dick. Alles ist, es ist nichts Einfaches einfach. Die historische Küche ist in Schloss Beauregard für die Besucher originalgetreu rekonstruiert. Das hat man so das Brot hingetan und hat man offen das Feuer getan. Vorher hat man gedreht. Voilà, ein Toaster aus der Renaissance. Und ein ähnliches Gerät gibt es für Bratäpfel. Hier guck mal die Äpfel. Man tut das neben der Feuer. Nachher ist der gekocht. Das Kochgeschirr aus massivem Kupfer ist nicht ganz so alt, aber trotzdem heute ein Vermögen wert. Das ist eine alte Wärmflasche. Da hat er hier den Blut getan.
Es gab sehr viele Leute, die im Schloss gearbeitet und gewohnt haben. Und die waren eben da, um die Betten zu heizen und das Essen zu machen, weil es ist ja alles kompliziert. Es ist, die Küche ist da, dann ist man raufgegangen, um das Essen oben zu haben. Die Hausherrin ist übrigens in Deutschland geboren, aber in Frankreich aufgewachsen. So, und das ist unsere heutige Küche, in der wir nicht viel Zeit haben zu kochen. Der Vorteil dieser modernen Küche: der Weg vom Schrank zum Herd und dann zum Tisch ist extrem kurz. Da bleibt das Essen warm. Das repräsentative Wohnzimmer war vor 600 Jahren eine Bildergalerie, gerahmt von luxuriöser Holzmalerei, die hier, obwohl in privater Hand, aufwendig restauriert wurde. Besucher staunen auch immer wieder über die kostbaren Delfter-Kacheln auf dem Boden. Die denken, dass man reich ist, weil man ein Schloss hat. Und die denken auch vor allem, dass dadurch, dass man ein Schloss hat, ist man auf jeden Fall vom Staat geholfen. Und das ist nicht der Fall. Der Staat hilft für die Galerie, restaurieren wir 12 Gemälde im Jahr. Und davon gibt ein Drittel der Staat. Die privaten Besitzer hier restaurieren die fantastische Bildergalerie originalgetreu, nehmen sich aber auch zugleich die Freiheit, die Besucher auf ihre Weise zum Lachen zu bringen. Nebenan hängen Porträts von Hunden berühmter Franzosen. Kommen wir zu einem Blick in den Garten. Auch hier nimmt sich die Familie moderne Freiheiten. Die Außenanlagen sind vor 15 Jahren von einem berühmten französischen Gartengestalter entworfen worden. Viele Schlösser an der Loire sind nicht bloß Museumsanlagen. Durch ihre privaten Besitzer sind sie oft auch für Überraschungen gut. Caroline hat mich auf der Reise flussabwärts kurz verlassen, mir aber ein schönes Rendezvous mit Fabrice verschafft, der sich in der Königsstadt Blois gut auskennt. Das ist mein nächstes Ziel. Hallo Fabrice, wunderbar. Kathi, ich bin Kathi und ich habe Ihre Hand genommen. Mache ich das gerade richtig? Hier in Frankreich küsst man sich doch eigentlich, oder? Die Deutschen wissen das nicht immer, aber in Frankreich darf man sich küssen. Also wir dürfen uns küssen. Ich wusste es, ich darf jetzt. Aber wie oft? Das ist hier die Frage. Zweimal hier in der Region ist in Ordnung, ja? So wie in Paris. Kein Problem. Okay. Ja? Bonjour. Offiziell, bonjour. Wir sind in der Oberstadt und blicken zuerst, na sicher, auf das Schloss. Auch sehr prächtig. Und auch mit einem berühmten Treppenaufgang, den wir hier aber diesmal nicht benutzen. Vor dem Schloss halten die Kutschen, mit denen man gemütliche Stadtrundfahrten machen kann. Und genau gegenüber steht ein beachtenswertes Museum, das Haus der Magie. Gewidmet ist es dem Automatenbauer und Zauberkünstler Robert Houdin. Er kam aus Blois und hat die Zauberkunst im 19. Jahrhundert revolutioniert. Hinter dessen Rücken spielt sich auf dem Schlossplatz gelegentlich etwas Erstaunliches ab. Oh. Niedlich.
Und seit wann gibt es die Drachen? Sie sind aber nicht seit 19. Jahrhundert da. Nein, seit ungefähr 15 Jahren. Ah ja, sie sehen auch ziemlich modern aus. Ja, ja. Und das passiert jeden Tag einmal oder wie oft kommen Nein. die da raus? Dreimal pro Stunde. Ach. Mindestens. Und das war die allererste Überraschung des Tages. Ich bin gespannt, was noch so kommt. Wir werden sehen. Geheimnistor. Das Eingangstor für den Ritter. Ja. Fürs Museum bleibt jetzt leider keine Zeit. Uns zieht es stattdessen in die beschauliche Unterstadt. Blois ist eine entzückende Kleinstadt mit französischem Charme. Können Sie die heutige Welt ganz und gar vergessen? Wir sind im 15. Jahrhundert, im Mittelalter. Das ist ja das Haus der Akrobaten. Also sehen Sie diese Holzschnitzereien? Mhm. Was hier dargestellt wird, das ist das Alltagsleben auf diesem Marktplatz daneben. Ja. Das heißt Schauspieler, Musikanten, ja, und so weiter. Da waren also Gaukler immer. Gaukler und so weiter. Das haben Sie ganz gut verstanden. Von Blois. Auf geht's zum nächsten Rendezvous und das ist lecker. Hier dreht sich alles um Schokolade. Voilà. Fabrice liebt auch Schokolade, genauso wie ich. Und wir sind hier im Himmel. Wir sind bei Max Boucher und probieren uns als Chocolatiers. Die dunkle, stark kakaohaltige Schokolade wird in dieser preisgekrönten Werkstatt meist in Formen gegossen. Wenn ich bei meiner Mutter wäre, würde ich jetzt sagen, ich möchte mal ablecken, aber das lasse ich jetzt nicht. Ich kann gleich auch mal Ärmel lecken. Diese Loire-Fischlein bekommen Augen und Münder aus weißer Schokolade. Und zwar von mir. Dann kommen sie für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Die Schokoladentradition in Blois beruht auf Victor Auguste Poulain, der hier im 19. Jahrhundert die bekannte Schokoladenfabrik Poulain gründete. Später kamen dann weitere Schokolatiers hier nach Blois, die jedoch nicht industriell, sondern in kleinen Manufakturen das Schokoladenhandwerk fortführten. Und heute entwickeln wir diese Kunst weiter. Okay. Ah, toll. Mein Kussmund. Schön geworden. Max Vaucher klebt die Loire-Fische mit Vorliebe auf eine Schokoladenwelle und streicht sie auch noch künstlerisch mit Lebensmittelfarbe an. Ist das nicht wunderschön? Ich bin verliebt. Ich kann das Ihnen unmöglich in den Rucksack packen. A, weil ich verliebt bin, aber B, natürlich auch, weil es zerbrechen würde. Und es würde schmelzen und es ist einfach zu groß. Aber der hier, den konservieren wir Ihnen. Der passt ganz hervorragend in den roten Rucksack. Da schwimmt er jetzt hin. Blub. Mit Erinnerungsstück Nummer 1 im Rucksack, den Sie natürlich wie immer gewinnen können, fahren wir jetzt weiter flussabwärts mit Vincent zu unserer nächsten Station. Das ist wirklich schön. Das ist herrlich. Das war die beste Idee überhaupt. Paradies. Knapp 20 Kilometer von Blois entfernt liegt Chaumont-sur-Loire. In Chaumont gibt es, na was wohl, ein gleichnamiges Schloss. Das ist auch wirklich sehr schön. Aber hier lohnt sich auch das Interessante drumherum. Chaumont ist ein heißer Tipp wegen seiner modernen Gärten. Den Tipp haben wir übrigens von Ulrike Kisteneich aus Bröleck. Vielen Dank dafür. Ja, in Chaumonts Gärten wird man immer wieder überrascht. Im Landschaftsgarten begegnet man Skulpturen, die mal archaisch und mal hochmodern wirken.
Internationale Gartenkünstler haben sich hier verwirklicht. Seit über 20 Jahren, erzählt Caroline, sind die Gärten auf diese Weise gestaltet. Wichtig im Konzept, bei vielen Skulpturen wurden vorhandene Naturmaterialien benutzt, wie etwa bei diesem Kunstbaum in der Nähe des Haupteingangs. Interessierte kommen aus allen Ecken der Welt, um sich hier inspirieren zu lassen. Neben der Kunst kommen auch die Pflanzenliebhaber voll auf ihre Kosten. Das ist wieder der Punkt, wo ich mir Geruchsfernsehen wünsche. Denn wir befinden uns inmitten eines riesigen Blumenbouquets, kann man sagen, in den Gärten von Chaumont. Ein absolutes Muss für dich jedes Jahr wieder, oder? Ja, ich komme jedes Jahr, als es jedes Jahr unterschiedlich ist. Wir haben Gärtner und Künstler, die kommen hier und machen verschiedene Gärten. So ist es immer entspannt. Während diese Skulptur hier im Landschaftsgarten immer zu sehen ist, meint Caroline das jährlich wechselnde Gartenfestival, das wir gleich auch noch sehen werden. Die Gartenausstellung liegt von hier aus gesehen auf der Rückseite des Schlosses. Da der prächtige Bau nun mal auf dem Weg liegt, gucken wir doch einfach mal rein. Denn die Frauengeschichten darin sind auch wirklich spannend. Der kundige Schlossgänger erkennt sofort, hier ist wieder der König im Spiel. Denn die Inneneinrichtung ist voll von stilisierten Königslilien, dem Wahrzeichen der französischen Monarchie. Diesmal geht es aber nicht um Franz I., sondern um seinen Sohn, genauer gesagt um dessen Frau Katharina, die aus der berühmten italienischen Familie der Medici stammte. Ihr Mann, der König, hatte nicht ganz so viele Mätressen wie sein Vater, dafür eine besonders wichtige, die Katharina richtig auf die Nerven ging. Sie hieß Diane de Poitiers, war sehr schön und übrigens 20 Jahre älter als der König. Berühmt war sie für ihre junge Haut, die sie täglich wusch, nicht selbstverständlich in der damaligen Zeit. Königin Katharina war außerordentlich neidisch auf ihre Nebenbuhlerin. Schloss Chaumont hat sie nur gekauft, um die Mätresse nach dem Tod des Königs hierhin abzuschieben. Das hat am Ende auch geklappt. Der letzten Besitzerin hat das Schloss ebenfalls kein Glück gebracht. Zeitsprung 300 Jahre später. Wir sind im 19. Jahrhundert. Eigentlich fing alles gut an. Auf Schloss Chaumont feierte die Prinzessin de Broglie zunächst rauschende Feste und lud die künstlerische Elite hierhin ein. Chaumont war ein kulturelles Zentrum der damaligen Zeit. Doch nach dem Tod ihres Mannes heiratete sie einen Lebemann, der sie finanziell ruinierte. Der französische Staat musste sie enteignen, um den Ausverkauf all dieser Kostbarkeiten zu verhindern. Zum Glück für die Besucher heute. Chaumont-sur-Loire ist zwar kein Schloss der Superlative, aber in seiner Überschaubarkeit sehr sympathisch und voll von spannenden Geschichten. Also ich habe nämlich jetzt gleich ein Date, ein Rendezvous mit Chantal, der Kuratorin. Wenn du vielleicht einfach schon mal, ich würde dir vertrauensvoll den Rucksack geben, kannst du vielleicht einfach schon mal so ein bisschen was Schönes, Blumiges finden und reintun, ja? Danke. Super, bis gleich. Auf Wiedersehen. Und wieder hat eine Frau das Sagen. Chantal Collieu-Dumont ist nun aber ausnahmsweise mal sehr glücklich mit den Zuständen hier. Sie ist die Herrin über das überaus interessante Gartenfestival, das hier jährlich wechselnd stattfindet. Geöffnet ist es von Ende April bis Oktober. »30 Schaugärten bieten dem Auge Ungewöhnliches aus der Requisitenkiste der Natur.« »Mir
mit diesen Garten und mit diesen Werken haben die Leute, die bei uns kommen, etwas sehr Spezielles. Faszinierend, wie sich hier Kunst und Natur gegenseitig ergänzen. Wir laden Künstler vom ganzen Welt. Mhm. Wir haben sehr bekannte Künstler und auch unbekannte Künstler, die alle über das Thema Natur arbeiten. Chantal Collier-Dumont sucht zusammen mit einer Jury Künstler in der ganzen Welt und ist dabei außerordentlich erfolgreich. Einige Installationen der Vergangenheit haben bislang unbekannte Künstler zu Stars der Szene gemacht. Immer wirken die Schaugärten auch inspirierend und aktuell. Hier eine Installation, die auf das berühmte Urban Gardening und neue Anzuchtmethoden auf Stroh verweist. Erfüllt. Es ist also so schön hier. Fantastisch. Was hast du denn Schönes gekauft? Ah, ich habe Schönes gekauft. Zeig mal. Das und diese. Samen. Wunderbar. Auch mit dem Schloss im Hintergrund und einem wundervollen Garten im Vordergrund. Toll. Du als Gärtnerin wirst die richtigen Samen ausgesucht haben. Danke. Für unsere lieben Zuschauer, für diesen Rucksack, den Sie ja gewinnen können. Sie wissen, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail oder eine Postkarte. Dann gehört er Ihnen mit Inhalt und Samen und das ist doch wirklich sehr praktisch. Man kann mit denen hier, den Gärten hier, natürlich nacheifern. So ein Schloss, das können wir Ihnen leider hier nicht reinpacken. Caroline fährt jetzt übrigens schon mal zu ihrem eigenen Schloss vor, das mindestens so schön sein soll wie dieses hier in Chaumont. Wir werden sehen. Mich zieht es dagegen wieder an die Loire. Man kann sich hier übrigens auch wunderbar sportlich betätigen. Baden ist allerdings streng verboten, weil an vielen Stellen des Flusses eine ziemliche Strömung herrscht. Ein kleines Päuschen zwischendurch zum Füße kühlen. Das geht auch ganz hervorragend an der Loire, beziehungsweise in der Loire. Danach könnte ich hier ein bisschen durch die Gegend flanieren oder mich aufs Fahrrad schwingen, denn dann wäre ich absolut up to date. Seit 2012 sind nämlich die vollen 800 Kilometer des Loire-Radwanderweges eröffnet. Den Streckenabschnitt hier im Loiretal hat ein Mann exklusiv für wunderschön getestet, der sich wirklich mit der Materie auskennt. Er hat Tour de France-Geschichte geschrieben. Jean-Pierre d'Anguillon, 68 Siege in 8 Jahren. In Frankreich wurde er zur Radfahrerlegende in den 70er Jahren. Vor allem auch durch seine sportlichen Leistungen bei dem berühmtesten und bedeutendsten Radrennen der Welt, der Tour de France. Unser Tester hat sogar mal Eddy Merckx, den französischen Fahrradgott, alt aussehen lassen. Und zwar auf dem sogenannten Heiligen Berg des Rennens, dem Col du Tourmalet. Dort ist er mit einem Steigungsgrad von 7% auf einer unfassbar langen Strecke von 17,4 Kilometern allen anderen davongefahren. Heute geht der 67-jährige Jean-Pierre d'Anguillon sein Leben gemächlicher an. Doch ein Leben ohne Fahrrad wäre für ihn undenkbar. Schließlich hat er sein ganzes Leben dem Radsport gewidmet. Zuerst als Amateur, dann als Profifahrer und nach Beendigung der Profikarriere als sportlicher Leiter von Radsportteams. Dieses Haus da, das habe ich mir mit meinen Beinen erarbeitet. 17, 18 Jahre Radsport plus einige weitere Jahre im Profiradsport. Es ist einfach ein außergewöhnliches Metier. Mais c'était un métier, un business extraordinaire. Sein Haus steht nicht weit von der Loire entfernt. Jean-Pierre d'Anguillons Heimat ist das Loiretal. Für nichts in der Welt würde er woanders wohnen wollen, sagt er. Daher hat er auch sofort zugesagt, den Loire-Radwanderweg zu testen. Natürlich nicht unter Profi-Gesichtspunkten.
Das hier ist meine Region, wo ich täglich mit meinem Rad langfahre, um mich fit zu halten. Es gibt hier nämlich ganz viele kleine Straßen, auf denen nur Fahrräder fahren dürfen. Das ist prima, denn diese Strecken sind für Radfahrer natürlich viel sicherer als die mit Autos. Rund 400 Kilometer Wegenetz teilen sich Radfahrer und Fußgänger. Die Beschilderung ist gut sichtbar und verständlich. Der Loire-Radwanderweg führt fast immer unmittelbar am Ufer der Loire entlang. Es gibt 300 Rastplätze, an denen man Halt machen kann, um zu verschnaufen oder zu essen. Man kann sich die Radreise auch organisieren lassen. Agenturen transportieren das große Gepäck von Hotel zu Hotel. Die meisten sind auf Radfahrer eingestellt und bieten Fahrradstellplätze an. Leider sind nicht alle überdacht. Während Jean-Pierre Danguillaume engagiert weitere Strecken des Loire-Radwanderweges für uns testet, wird er immer wieder von anderen Radfahrern erkannt. Sie sind gerade am Fernsehen vorbeigefahren. Es geht um den Loire-Radwanderweg. Oh nein, das ist nichts für mich. Die Strecken hier sind wunderbar. Wenn man hier schön gemütlich fährt, macht das wirklich Vergnügen. Der Loire-Radwanderweg ist auch für jeden geeignet. Man muss kein Champion sein, um hier auf seine Kosten zu kommen. Auf diesem Radweg kann man wirklich mit der ganzen Familie eine Reise machen. Für mich funktioniert er wirklich toll. Und wo endet so eine Tagesreise für einen Franzosen? Bei einem guten Glas Wein. Jean-Pierre Danguillaume fährt zu seinem Winzerfreund, der hier in Bourgueil köstlichen Rotwein herstellt. Tag. Santé. Fahrradfahren ist schon sehr schön. Wir hätten da aber noch ein paar Alternativen für Sie, wie Sie sich an der Loire, in der Loire und hoch über der Loire fortbewegen können. Wussten Sie, dass Ballonfahren eine Erfindung des französischen Adels im 18. Jahrhundert ist? Also, was liegt näher, als in die Lüfte zu gehen in dieser königlichen Gegend? Sich die Loire und ihre Schlösser aus der Vogelperspektive anzusehen, ist außerdem wirklich ein Erlebnis. Das ist leider nicht ganz billig. Es gibt verschiedene Anbieter, die man über das Internet finden und buchen kann. Auf der Loire fahren an vielen Stellen Flachbodenboote, auf denen man den Fluss entdecken kann. Oder man fährt selbst. Im Kanu oder Kajak. Die gibt's an vielen Anlegestellen, aber oft auch an Campingplätzen zu mieten. Es werden auch geführte Mehrtagestouren angeboten. Angeln ist ein Lieblingssport der Franzosen. Und er lohnt sich besonders an der fischreichen Loire. Wer sein Glück versuchen möchte, kann die Jahreserlaubnis in Angelsportgeschäften oder manchmal auch in der Dorfkneipe erwerben. In manchen Orten gibt es 14 Tage gültige Ferienangelscheine. Übrigens, angeln darf man von einer halben Stunde vor Sonnenaufgang bis zu einer halben Stunde nach Sonnenuntergang. Die besten Chancen, einen Fisch an die Angel zu bekommen, hat man von Juni bis November. Da sind Zander, Karpfen und auch Welse besonders aktiv. Weiter geht's flussabwärts nach Amboise. Das ist von Chaumont-sur-Loire nur 19 Kilometer entfernt.
ich bin natürlich wieder auf meinem Lieblingsflachbodenboot von Vincent. So eine Reise ins Loiretal ist wirklich beschaulich. Das ist ja das Schöne daran. Die Natur ist idyllisch und die Städtchen, die sich hier aneinanderreihen, wirklich zum Wohlfühlen. Man freut sich sogar immer wieder aufs Neue, ein Schloss zu besichtigen. Auch das von Amboise werden wir nicht auslassen, wegen der wunderbaren Geschichten, die es auch hier wieder zu erzählen gibt. Wer sich vorher nicht für das Leben in der Renaissance interessiert hat, der wird spätestens hier zum Geschichtsfan. Schloss Amboise führt uns wieder zu Franz, dem Ersten. Das ist der, der auch das riesige Chambord gebaut hat und der Leonardo da Vinci hierher geholt hat. Hier begegnen wir auch ihm wieder. Das Erdgeschoss in Schloss Amboise ist reine Renaissance. Auf einem Wandteppich kann man die Tischsitten der damaligen Zeit studieren. Gabeln gab es zu Zeiten von Franz nicht. Die brachte erst seine Schwiegertochter Katharina de' Medici aus Italien mit. Gegessen wurde mit den Händen, nachdem alles mit dem Messer in mundgerechte Happen zerteilt worden war. Im ersten Stock erfährt man, dass auch eine deutsche Adelige zur Kultur der Franzosen beigetragen hat. Helene von Mecklenburg-Schwerin brachte im 19. Jahrhundert den Weihnachtsbaum hierher. Diese Mauern waren übrigens politisch äußerst bedeutend. Denn Amboise war ein Regierungssitz, wo politische Freunde und Feinde empfangen wurden. Hier im Schloss von Amboise hat Franz I. gerne rauschende Feste gegeben. Und dort in der Kapelle liegen die Gebeine des Mannes, der ihm diese großen Partys ausgestaltet hat. Sprechen wir über Leonardo da Vinci. Begraben wurde er nicht in Italien, sondern eben hier an der Loire. Die Grabstätte ist ein Publikumsmagnet. Hat es Franz I. nur geschafft, den damals schon ziemlich berühmten Italiener nach Frankreich zu locken? Ganz einfach. Er versprach ihm viel Geld, vollkommene künstlerische Freiheit und vor allen Dingen in Blickweite einen eigenen Herrensitz. Leonardo sagte zu. Deshalb ritt er im Jahre 1516 hier mit dem kleinen Esel hinauf, mit drei seiner liebsten Bilder in der Satteltasche, darunter auch die Mona Lisa, die dann hier im Schloss hing und später nach Paris umzog. All die anderen Objekte, die Leonardo da Vinci hier in Amboise entwickelt hat, die lassen sich aber noch heute gut bestaunen. Und zwar in seinem Herrensitz von damals in Clos Lucé. In Clos Lucé kann man nach Herzenslust dem Entdeckergeist von Leonardo da Vinci nachspüren. Seine Erfindungen und Skizzen sind hier in lebensgroßen Modellen umgesetzt. Hier im Park, aber auch innen im Museum, erfährt man fast alles über das italienische Universalgenie. Leonardo da Vinci hat Maschinen erfunden, anatomische Studien betrieben, aber vor allem auch künstlerisch gezeichnet und gemalt. Die Franzosen nennen ihn übrigens Du Vinci. In diesem Bett ist er im Mai 1519 gestorben. Ein Gemälde daneben zeigt eine Szene, wie Franz I. zum Totenbett geeilt ist. Leonardo da Vincis Herrensitz sollte man sich nicht entgehen lassen. Aber noch was ganz anderes in Amboise lohnt sich. Es ist groß, es ist bunt und es ist lecker. Wenn Sie sich mal einer richtigen Reizüberflutung aussetzen wollen, dann fahren Sie sonntags auf den Markt in Amboise. Das ist nämlich der größte der Region, immer wieder sonntags. Und hier wird wirklich alles angeboten, was hier irgendwie typisch französisch ist. Ob es Klamotten sind oder Fisch oder Käse. Und jetzt kann ich nicht weiterreden. Ich habe einfach zu viel Wasser im Mund. Wie schaffen es die Franzosen nur, das Heil nach Hause zu transportieren? Thank you.
Hier kauft der Franzose alles ein, auch seine Gartenkräuter. Wie heißt das auf Französisch? L'oseille ist Sauerampfer. Aber was macht man damit? Auch kein Problem. Ich bekomme sofort ein wenig Kochnachhilfe von einer Französin. Man kann diese Pflanze für die Suppe verwenden oder aber im Salat. Oder als Beilage zum Fisch, was mir hier gerade wärmstens empfohlen wird. Ich habe so einen Hunger. Ich habe jetzt hier direkt noch ein Rezept bekommen. Also man nimmt Sauerampfer, ja, und Olivenöl und Zwiebeln, schmort das alles an, diese Blätter da einfach reinzupfen, dann ein bisschen Creme Fraiche drauf und ab zum Fisch. Und das glaube ich allerdings auch. Es ist nicht zu übersehen, im Loiretal wird Gemüse und Obst für ganz Frankreich angebaut. Dementsprechend reichhaltig ist auch die Sortenvielfalt auf dem Markt von Amboise. Es gibt normale Kartoffeln, aber auch die alten blauen Trüffelkartoffeln mit besonderem Aroma. Der rosa Knoblauch ist wohl der beste in ganz Frankreich und auch die selbstgemachten Würste sollen herrlich schmecken. Für seine Fleischprodukte ist das Loiretal sehr berühmt. Inzwischen werden auch immer mehr biologisch angebaute Nahrungsmittel angeboten. Bio liegt auch bei den Franzosen sehr im Trend. Eine Besonderheit der Region ist auch die Blumenzucht. Das Tal der Loire, das ist auch jede Menge ländlicher Charme. 60% der gesamten Fläche werden landwirtschaftlich genutzt. Die nicht wunderschön? Eigentlich hätten die eine Hauptrolle bei uns in unserem Film verdient, aber wir haben uns schon für ein anderes Tier entschieden. Für eines, aus dessen Milch man das hier herstellt. Es ist Seife und sie ist jetzt in unserem Rucksack. Und hier kommt man anders, groß raus. Ich verspreche es. Es stellen sich vor, die zotteligen Damen von Angers, einem kleinen Dorf in der Nähe der Loire. Denen geht's jetzt an die Zitzen. Jeden Mittag um 12 geht Olivier zusammen mit seinen beiden Nichten aufs Feld zum Melken. Eselsmilch ist besonders kostbar und rar. Eine Stute gibt noch nicht mal 2 Liter am Tag und die auch nur 3 Monate lang. Die Ausbeute ist nicht groß, doch sie hat es in sich. Die Milch ist sehr reichhaltig an Vitamin A, B und C und ungesättigten Fettsäuren. Vor allem enthält sie besonders viel Retinol. Retinol hat eine hautstraffende Wirkung. Das wusste schon Kleopatra. Auf dem Hof hat Oliviers Freundin Cécile einen kleinen Laden, in dem sich alles um Eselsmilchprodukte dreht, vor allem um die Seife. Cécile stellt sie hier eigenhändig her. Man nennt mich hier die Seifenkönigin. Ich mache fast jeden Tag Seife. Dabei bin ich schon fast wie eine Maschine, denn ich arbeite sehr schnell. Für 2 Kilo Seife braucht man 1,5 Liter Eselsmilch. Die Milch kommt zu verseiftem Biopalmkernöl, das mit einem Zusatzstoff vermischt wird, der die Haut pflegen soll. Dazu kommt noch Traubenkernöl. Die weiße Masse wird nun mehrmals durchgedreht und schließlich in Form gepresst. Das ergibt 20 Seifen à 100 Gramm.
Die Eselsmilchseife mit ihren pflanzlichen Fetten ist toll, weil sie überhaupt nicht aggressiv zur Haut ist. Sie ist auch für Kinder oder Menschen mit sensibler Haut oder Hautproblemen geeignet. Ich benutze sie täglich. Wer Cécile und Olivier besuchen will, sollte vorher anrufen oder eine E-Mail schreiben. Cécile stellt im Sommer fast jeden Tag neue Seifen her. Das Fahrrad habe ich mir im Hotel geliehen. Hm, schön ist das Loiretal. Der Fluss hat im Moment ziemlich Hochwasser, was den Radwanderweg natürlich nicht unberührt lässt. Das erfahre ich von einem passionierten Radtouristen, den ich hier zufällig treffe. Dieser Mann ist seit einer Woche an der Loire unterwegs. Und an einer Stelle hat er mit dem Hochwasser unfreiwillig näher Bekanntschaft geschlossen, erzählt er mir. Der Radweg war überschwemmt. Ich habe gedacht, knietief, kannst du schaffen. Aber ich habe die Quittung bekommen, denn der Radweg war eine Senke. Bis zum Lenker, Sie glauben es nicht, bis hierhin im Wasser. Ach du meine Güte. Und unser ganzes Gepäck natürlich alles unter Wasser. Ein Traum, also auch alle Wechselklamotten. Alles nass. Trotz dieser feuchten Panne, auch ihm gefällt der neue Radweg an der Loire. Doch er hat noch einen Hinweis. Ein Problem ist an den Schlössern. Sie haben Gepäck, müssen das Rad dort abschließen, das geht. Aber was mache ich mit dem Gepäck? Mit reinnehmen auf Besichtigungstour ist irgendwie schlecht. Ne? Das ist nicht gut, das ist schade. Aber was ich sonst hier loben muss, ist, dass die Franzosen sehr höflich sind den Radfahrern gegenüber. Nähern sie sich einem Zebrastreifen, halten die sofort an und lassen sie rübergehen. Eckart Fuß fährt jetzt ins Hotel, seine inzwischen getrockneten Sachen packen. Auch ich mache mich auf zu meiner Unterkunft. Apropos Unterkunft. Zwischendurch gibt es dann direkt noch ein paar weitere Tipps. Rund um Tisch und Bett. Typisch in der recht preiswerten Zwei-Sterne-Kategorie die Wolldecken auf den Betten. Doch die einfache Ausstattung ist oft gepaart mit einer typisch französischen Atmosphäre, wie hier im Hotel Diderot in Chinon. Man wohnt in alten französischen Möbeln und genießt ein entspanntes Frühstück mit selbstgemachten Marmeladen. Vive la France! Gîte de France heißt eine Tourismusorganisation, die Übernachtungsmöglichkeiten in Frankreich auswählt und empfiehlt. Sie sind nicht unbedingt immer preiswert, haben aber garantiert viel Charme. Dieses Chambre d'hôte, also ein französisches Bed and Breakfast, heißt La Closerie Saint-Martin und ist in einem sehr alten Gebäude untergebracht. In solchen Herbergen wählt man am besten Halbpension und genießt abends gemeinsam mit den anderen Gästen ein ausführliches Drei-Gänge-Menü. Wie wäre es mit einem charmanten Ferienhäuschen? Diese Unterkunft zum Beispiel für 4 bis 5 Personen kostet 600 Euro pro Woche. 2 Schlafräume gehören dazu, Bad, Küche und ein Wohnzimmer. Wer Glück hat, dem steht dann auch noch ein Garten zur Verfügung. Es geht aber auch richtig luxuriös. Einige Privatschlösser bieten elegante Zimmer im Hauptgebäude an. Wie hier auf Schloss La Bourdasière fühlt man sich dann wie der König von Frankreich. Denn der war wirklich auch mal hier. Leider nicht ganz preiswert.
Chenonceau gilt vielen als schönstes Schloss im Loiretal. Ich nähere mich ihm am frühen Morgen, noch vor dem großen Touristenandrang. Chenonceau wird auch als Schloss des Friedens bezeichnet. Es wurde im Ersten Weltkrieg als Lazarett umfunktioniert. Im Zweiten Weltkrieg lief die Feindeslinie direkt durch das Gebäude. Die berühmte Galerie diente als Fluchtweg. Auf der einen Seite war Frankreich von den Deutschen besetzt, auf der anderen Seite noch nicht. Und so nutzten viele eben diesen Weg, um von dort nach dort zu fliehen. Die Zimmer hier sind faszinierend schön und originalgetreu im Renaissance-Stil eingerichtet. Hier begegnen wir Katharina de' Medici wieder, die sich Chenonceau nach dem Tod ihres Mannes, des Königs, unter den Nagel gerissen hat. Die Italienerin hatte in Frankreich kein leichtes Leben. Lange litt sie unter der Mätresse ihres Mannes und ganze 10 Jahre lang auch darunter, nicht schwanger werden zu können. Als sie dann doch endlich einen Sohn gebar, setzte sich ihr Schwiegervater Franz I. neben das Bett, um zu kontrollieren, ob denn alles mit rechten Dingen zuging. In diesem kleinen Arbeitszimmer in Chenonceau hat sie nach dem Tod des Königs dann doch noch große Politik gemacht. 3 ihrer Söhne haben nacheinander Frankreich regiert. Insgesamt hatte sie am Ende 10 Kinder. Chenonceau erwacht. Um 10 Uhr öffnen sich die Pforten. Und wir sagen Adieu. Chenonceau ist so wunderschön, das finde nicht nur ich, wie man hier sehen kann. Chenonceau ist das meistbesuchte Schloss hier im Loiretal. Es wäre vielleicht anders, wenn man auch in ein ganz anderes gehen könnte. Mick Jagger hat hier nämlich auch ein Schlösschen als Wohnsitz. Das darf man leider nicht besuchen. Alle anderen, die Sie sich anschauen können, sind allerdings in diesem Buch ganz wundervoll versammelt. Und dieses Buch kommt in unseren wunderschönen Rucksack. Glückwunsch an diejenigen, die ihn gewinnen. Für alle anderen haben wir natürlich aber jetzt auch noch mal selbst zusammengestellt, welche Schlösser sich so wirklich lohnen. Mehr als 400 Adelspaläste stehen allein in der nördlichen Hälfte der Loire. Mindestens 40 davon sind für die Öffentlichkeit zugänglich. Hier unsere Auswahl der 10 sehenswertesten. Schloss Brissac hat 7 Stockwerke und gehört damit zu den Riesenbauten an der Loire. Hier wurde zwar nicht groß Geschichte geschrieben, die Gemäldegalerie zeigt vor allem die Familie Brissac, die dort immer noch wohnt. Hübsch aber das kleine Theater. Sehenswert auch die Kapelle. Platz 9, Schloss Cheverny. Für Comic-Fans ein Muss, denn dieser Prachtbau aus dem 18. Jahrhundert war Vorbild für das Schloss in den Comics von Tim und Struppi. Die Inneneinrichtung ist aber auch für Nicht-Comic-Fans sehenswert. Alles liebevoll dekoriert. Platz 8 haben wir an Familie du Pavillon und ihr Schloss Beauregard vergeben. Die Gärten sind für Gartenliebhaber interessant. Kinder kommen bei Mitmachaktionen auf ihre Kosten. Eine tolle Idee, die gewürdigt werden muss. Platz 7, Schloss Brézé. Das Besondere? Unter dem Renaissance-Schloss liegt eine noch ältere Anlage verborgen, die erst seit wenigen Jahren zu besichtigen ist. Es handelt sich um ein uraltes Höhlensystem, mit dem man sich schon vor den Wikingern schützte. Interessant. Platz 6 geht an Chaumont. Dieses nette kleine Bilderbuchschloss mit seinen verrückten Frauengeschichten ist einen Ausflug wert. Und natürlich erst recht das angegliederte internationale Gartenfestival. Son et Lumière auf Schloss Amboise. Was für eine Show nachts in den Sommermonaten Juni bis August. Auf dem alten Regierungssitz wird die Geschichte lebendig. Unbedingt anschauen. Auf Platz 4 wird die Luft dünn. Denn Schloss Chambord könnte mit seiner Pracht genauso auf Platz 1 stehen. Es gibt kaum ein imposanteres Gebäude, das so märchenhaft und prächtig daherkommt wie das Jagd- und Lustschloss Franz I. Auch die Inneneinrichtung ist toll.
Den schönsten Gemüsegarten Frankreichs findet man in Villandry. Daher stände das Anwesen für Fans historischer Gärten sicher auf Platz 1. Alles hier draußen ist Augenweide. Aber auch das Gebäude hat einiges zu bieten. Platz 2 haben wir an den Königssitz Blois vergeben. Hier weht der Hauch großer französischer Geschichte. Im Innenhof kann man noch nicht erahnen, welche Pracht im Inneren auf die Besucher wartet. Sensationell. Auf Platz 1, nicht nur bei uns, auch bei den meisten Touristen, Schloss Chenonceau. 450.000 Besucher staunen jedes Jahr über die elegante Architektur, die bezaubernden Gärten und die liebevoll rekonstruierte Innenausstattung. Einen Besuch wird man nie vergessen. Von Chenonceau machen wir uns auf nach Chinon, um Caroline endlich wieder zu treffen. Diese Strecke will ich diesmal mit dem Zug zurücklegen. Das geht unkompliziert und schnell. Grün. Die Landschaft im Loiretal ist eine sehr fruchtbare. Sie erinnern sich, das Loiretal, der Garten Frankreichs. Von hier aus wird das gesamte Land mit frischem Obst und Gemüse versorgt. Und besonders frisch ist es natürlich in den Hotels und Pensionen, was da auf den Teller kommt. Und zwar schon weit bevor die Ökowelle über Europa schwappte. Ich habe mich bereits durch das gesamte oberirdische Programm gefuttert. Unterirdisch hat das Loiretal allerdings auch noch einiges zu bieten. Eine Spezialität, auf die man schon seit Napoleons Zeiten stolz ist. Die Spezialität, von der jetzt die Rede sein wird, wächst hinter diesem dunklen Eingang. Wir tauchen ein in ein weit verzweigtes Stollensystem, das hier im Loiretal durch den Abbau von Tuffstein entstanden ist, übrigens um die Schlösser zu bauen. In der feuchten Dunkelheit gedeihen die Pieds Bleus, auf Deutsch Ritterlinge. Aber auch Austernpilze wachsen hier unter optimalen Bedingungen. Seit dem 19. Jahrhundert gibt es Pilzgrotten in dieser Gegend. Maurice de Lalande führt das Erbe seiner Familie fort. Er ist Herr über 120 Kilometer lange, unterirdische Gänge mit konstanten Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit das ganze Jahr über. Meine Familie betreibt die Pilzzucht seit Beginn des vergangenen Jahrhunderts hier. Sie waren erfolgreiche Produzenten und ernteten bis zu 50 Tonnen am Tag in dieser Höhle. Die Pilzernte war immer schon eine harte Arbeit. Man pflückte gebückt bei kaltfeuchten Temperaturen. Damals wurden übrigens ausschließlich Champignons angebaut. Transportiert wurden die Pilze dann mit dem familieneigenen Boot auf der Loire. Der Verkauf von Champignons würde sich heute wegen der Billigkonkurrenz aus Holland und Polen nicht mehr rechnen. An der Loire werden deshalb heute Spezialitäten angebaut, zum Beispiel der Limonen-Austernpilz. Heute züchten wir 5 verschiedene Speisepilze, den Ritterling, verschiedene Austernpilze und Shiitake und exportieren diese nach England oder sogar auch nach Tokio. Pilze sind kalorienarm und haben viel Eiweiß und Mineralstoffe. Eigenschaften, die heutzutage geschätzt werden. Erst recht, wenn die Sorten ungewöhnlich und aromatisch sind.
Sie sind sehr in Mode, denn Pilze wie der Shiitake enthalten sehr viel Proteine, 15 verschiedene Vitamine. Es ist der Pilz mit den meisten gesunden Inhaltsstoffen, den man in Europa finden kann, und ist mit seinem hohen Eiweißgehalt auch eine zukunftsfähige Alternative, zum Beispiel zu Fleisch. Die Pilzhöhlen von Maurice kann man besichtigen. Dazu braucht man aber auch im Sommer warme Kleidung, denn in den Höhlen ist es lediglich 13 Grad warm. Immer wieder sieht man Häuser, die in die Steinwände gebaut sind. Die Höhlen, die aus dem Tuffsteinabbau entstanden sind, wurden früher von ärmeren Menschen zum Wohnen genutzt. Seitdem es technisch möglich ist, unter eigentlich kalt-feuchten Bedingungen, dank Lufttrocknern und Heizung, komfortabel warm und trocken zu wohnen, ist es für viele reiche Pariser schick geworden, solche Höhlenhäuser als Wochenendwohnungen zu nutzen. An vielen Stellen sieht man derzeit solche Bauprojekte. Gleich bin ich da, in dem kleinen Städtchen Chinon. Dort vereint sich die Loire mit der Vienne. Chinon ist eine historisch bedeutende Kleinstadt. Das werden wir noch genauer erfahren. Und überall wandelt man auf den Spuren von Jeanne d'Arc, Johanna von Orléans. Caroline hat versprochen, eine Kutschfahrt für uns zu organisieren. Der Kutscher ist ein Bekannter von ihr und gleichzeitig auch Winzer. Jean-Max fährt die Kutsche, mit den Pferden nur als Hobby. Eigentlich betreibt er in der Nähe ein hübsches kleines Weingut. Cathy, salut, avec nous. Bonjour. Cathy, Jean-Max. Cathy. Oh, und die hier, wie heißen die? Comment ich s'appelle? Titov und Tino. Tino et Titov. Hallo. Nicht beißen. Hallo. Hallo, wie geht es dir? Oh, mir geht's super. Besonders, wir fahren jetzt damit. Ja. Herrlich. Hier. Merci. Wie schön. Ja, wunderbar. Hallo, Titov, marché. Ja, es ist Chinon. Chinon ist war die Hauptstadt von Frankreich. Als der König Charles VII. Ist in Chinon gekommen, als die Engländer in Paris waren. Er ist in Chinon gekommen mit Pierre de Beauvau und hat er im Schloss gelebt, die Forteresse, sagt man auf Französisch. Hier oben also. Auf Schloss Chinon residierte der französische König, jener Karl VII., als die Engländer Paris und den Norden Frankreichs besetzt hatten. Und hierhin kam Johanna von Orléans, 17-jährig, und überzeugte den König davon, dass sie von Gott geschickt war, um Frankreich von den Engländern zu befreien. Heute hat Chinon rund 8000 Einwohner, ist ein rundum niedliches Städtchen und bei Touristen sehr beliebt. Man wandelt im gesamten Stadtzentrum wie in einer historischen Kulisse. Und hier, das sind wirklich schöne Gebäude. Das ist wirklich typisch von diesen Chinon-Gebäuden mit diesem Fachwerk. Das ist Jeanne d'Arc. Und man sieht in seinen Augen, dass sie von Gott habitiert ist. Gott soll also in ihr gewohnt haben, in der heiligen Johanna. Die Einwohner von Chinon haben ihr an mehr als einer Stelle in der Stadt ein Denkmal gesetzt. Die Haupteinnahmequelle in Chinon ist heute die Landwirtschaft und der Weinbau. Leckere Spezialitäten kommen von hier. Wir sind auf dem Weg zu einem Picknick. Jean-Max hat einen vielversprechenden Korb mitgebracht und kennt eine entzückende Stelle am Fluss. Das ist in jedem Fall so Rotwein. Für Caroline sind diese Leckereien Alltag. Für mich die pure Verführung. Caroline empfiehlt mir die getrockneten Birnen in Rotwein, eine Spezialität von hier.
Extrem lecker. Auch die Herstellung von Schweinswürsten hat eine lange Tradition in dieser Gegend. So viele A's und O's hier heute. Das ist ja alles so toll. Das sind diese ganz gemeinen Momente bei Wunderschön. Da essen wir Ihnen jetzt hier was vor. Das geht natürlich gar nicht. Eine Rotweinbirne in den Rucksack, lieber nicht, damit schädige ich ja alle anderen Sachen. Aber eine Rotweinflasche, ich finde, das könnten wir machen. Könnten wir wohl eine entwenden, Caroline? C'est bon, Jean-Max? Oui? C'est bien. Super. Wir haben den Segen von Jean-Max und eine wunderschöne Flasche Rotwein von seinem Weingut für Sie. Für den wunderschönen Rucksack. So, und Rosé ist so ein richtiger Picknickwein, ein typischer, sagst du? Ja, es ist total ideal. Es ist nie so stark wie Rotwein und man kann es wirklich genießen mit einem Picknick oder zum Lunch und sowas. Wirklich perfekt. Ja, überhaupt Picknick ist perfekt in Frankreich, finde ich. Zumal man hier gerne mal die Essenszeiten in den Restaurants oder im Hotel verpasst. Es empfiehlt sich, dass man wirklich so gegen 13 Uhr mit dem Mittagessen beginnt und gegen 7:30 mit dem Abendessen. Denn die Franzosen nehmen sich Zeit fürs Essen. Zu Recht. Es geht hier nichts unter einem Dreigang-Menü und später bekommt man kaum einen Platz in den Restaurants oder Hotels. Und wir haben uns ein bisschen angepasst und deshalb bekommen Sie jetzt erst die Rubrik serviert, auf die Sie schon lange warten. Leib und Magen. In diesem Restaurant in Chinon kocht immer der Chef. Er heißt Christophe Dugain und im Moment bereitet er gerade Vorspeisen zu. Solide Gemüsesuppen, aber auch pittoreske Trüffelsahne im Gläschen. So wie die moderne französische Küche nun mal ist. Im Moment. Zusammen mit seiner Frau betreibt er das kleine Lokal, in dem höchstens 40 Leute Platz haben. Die Größe ist typisch für Restaurants im Loiretal. Auch typisch, man isst ein 3- bis 4-gängiges Menü. Es gibt eine Luxusvariante für 60 Euro pro Person und eine preiswertere für 30 Euro. Die muss aber nicht weniger köstlich sein. Und jetzt kommt sein Gourmet-Tipp für uns. Es gibt Champignons aus den bekannten Tuffsteinhöhlen und eine Meeresche aus der Loire. Für die Buttersoße nimmt der Chef nicht Weiß, sondern Rotwein. Die heißt dann logischerweise nicht Beurre Blanc, sondern Beurre Rouge. Man beginnt die Soße mit Schalotten, die in Rotwein und Essig aufgekocht werden. Der Essig ist wichtig, damit die Soße nachher die richtige Konsistenz hat. Wenn fast keine Flüssigkeit mehr da ist, kommen sehr kalte Butterstückchen hinein. Die filetierte Meeresche schneidet der Meister schräg ein, damit sie gleichmäßiger gart. Die Meeresche ist ein Wanderfisch, der aus dem Atlantik in die Loire aufsteigt. Man fängt sie hier von Anfang März bis Oktober. Die Panade ist raffiniert. Semmelbrösel vermischt mit Rosmarin. Die Champignons werden sehr klein geschnitten. Dann geben sie mehr Aroma an das Fett ab. Sahne dazu. Die Champignon-Farce bildet ein Bett für den Fisch. Drumherum die Rotweinbutter. Fertig. Für diese eigentlich einfache Köstlichkeit ist die Frische und die Qualität der Zutaten ausschlaggebend. Merci et bon appétit. Kommen wir zu einem Dessertklassiker aus dem Loiretal. Er besteht aus getrockneten Birnen, viel dunkler Schokolade und Rotwein. Über die getrockneten Birnen lohnt es sich, einige Worte mehr zu verlieren. Sie heißen Poire für Birne und Tapé für gestoßen. Man wird noch sehen, warum. Poire Tapé werden in Manufakturen hergestellt. Die Birnen kommen nach dem Schälen für 3 Tage in den Holzofen, um komplett zu trocknen. Am Ende werden sie platt gedrückt, um die Luft rauszupressen.
Vor dem Verzehr werden sie in Flüssigkeit, hier in Rotwein, eingelegt. Christophe Dugain gibt immer noch ein wenig Zucker dazu. Vorsicht, nicht jede Schokolade eignet sich. Die Schokolade muss einen Kakaoanteil von 55% haben, sonst kann sie gegen das Aroma des Rotweins nicht bestehen. Die mittlerweile vollgesogenen Rotweinbirnen kommen kleingeschnitten in die flüssige Schokolade. Der Gourmetkoch setzt sie in Förmchen auf Schokoladenbiskuit und gibt dann alles in den Kühlschrank. Es muss nur ein wenig fest werden. Das dauert nicht länger als 15 Minuten. Voilà. Bei der Dekoration darf das modische Gläschen nicht fehlen. Gefüllt mit gefrorenen Rotweinkristallen plus karamellisierter Blätterteigstange. Der vorletzte Tag unserer Reise geht so langsam zu Ende. Morgen erwartet uns Caroline auf ihrem Schloss. Caroline wohnt hier, auf Schloss Rivaud, 14 Kilometer von Chinon entfernt. Hallo, Götti. Ich freue mich, dich zu sehen. Das ist dein Schloss. Ja, das ist mein Haus. Willkommen auf Schloss Rivaud. Das ist mein schönes Haus. Schloss Rivaud ist sehr alt, wurde schon im Mittelalter erbaut von einem königlichen Kammerherrn. Es ist viel wehrhafter als die Renaissance-Schlösser, die man von der Loire sonst kennt, und wirkt auch etwas verwunschen. Im Schloss. Wie kommt man dazu, in so einem Haus, wie du es nennst, zu wohnen? Vererbt oder wie? Nee, meine Eltern haben es vor 20 Jahren gekauft. Ach. Und die haben erst das Schloss gekauft und dann die Pferdstallen, das wir alle renoviert hätten. Und dann haben meine Eltern meine Mutter hat alle die Gärten gemacht. Wir haben 14 Märchengärten. Die Märchengärten der Familie Legnot sind die reine Poesie. Die Besucher treffen immer wieder auf Symbole und überraschende Figuren, die die Fantasie anregen. Dieser Irrgarten ist Alice im Wunderland gewidmet. Im Eckturm führt ein Rapunzelzopf zu Carolines Privaträumen. Hier schläft und arbeitet sie. Für Kinder steckt das Schloss Rivaud voller Geschichten. Märchenhafte
und Ware aus der Historie Frankreichs. Ich glaube, das ist die schönste Geschichte, ist das von der Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc war auch Jeanne hier? Jeanne d'Arc war hier, ja. Das ist die Pfanne. Als Haustier hast du einen V? Ich habe mehr als einen, leider. Es gibt 5. Unglaublich. Wo waren wir stehen geblieben? Jeanne d'Arc. Ja, Jeanne d'Arc. Sie ist hier gekommen, um Pferde zu nehmen, um nach Orléans zu gehen. Als die Könige Pferdstallen hier waren, für alle die Pferde von der König, auch von François Ier, das wir in Chambord gesehen haben. Hier schließen sich alle Kreise. Wahnsinn. Wir haben eine große Skulptur im Garten und Ausstellung im Schloss. Möchte ich sehen. Gehen wir denn. Die Besitzer von Schloss Rivaux haben offensichtlich immer gern gejagt. Das ist der schönste Raum von Schloss Rivaux. Es ist der Festin-Raum, wo die Leute gegessen haben. Und was ist ihm hier passiert? Das ist der Veau du Pont. Es war eine Delikatesse in mittelalterlichen Zeiten. Tatsächlich? Hm. Aber du hast noch nie Pfau gegessen? Nee, wollte ich nicht. Aber du sagst, sie nerven nachts so. Ja, sie nerven mich sehr, aber ich glaube, sie schmecken nicht so gut. Verstehe. In Schloss Rivaux muss man genau hinschauen. Denn erst auf den zweiten Blick fängt es an, richtig Spaß zu machen. Ups, was ist denn das? Und diese Dame hier? Auf Schloss Rivaux haben die Hausherren bei der Innendekoration viel Humor bewiesen. Mit traditionellen Elementen geht man hier offensichtlich auch ironisch um. Das macht den Schlossrundgang zu einem besonderen Vergnügen. Solche Stoffobjekte stammen von zeitgenössischen Künstlern. Sie wirken in der historischen Umgebung gar nicht wie Fremdkörper, denn sie interpretieren auf ihre Weise die Kunst der Vergangenheit. Im Saal der Damen hängen auch 2 sehr interessante Fotos. Auf diesem ist Carolines jüngere Schwester als verliebtes Burgfräulein verewigt. Ihr gegenüber Caroline selbst in einer noch interessanteren Pose. Die Peitsche in der Hand wäre in der Renaissance-Malerei ein Zepter gewesen. Ironie auch hier. Schloss Rivaux ist so einmalig, weil es seine Besitzer so individuell eingerichtet haben. Da muss ich noch mal auf das Turmzimmer zurückkommen. Also du wohnst da oben in dem Türmchen? Ja, das ist mein Zimmer. Was ist das Schönste hier an dem Leben auf einem Schloss für dich? Für mich, was das Schlimmste ist, ist, dass man hört die Natur. Ich meine, es ist so ruhig und nett. Das ist für mich am Schönsten. Zumal du ja im Kontrast auch gerne mal in Paris lebst im Winter, wenn es hier zu kalt ist im Schloss. Ja, aber Winter ist wirklich kalt im Schloss. Das glaube ich. Da müsste jetzt noch mal der V gerufen werden. Leo! Meine Mutter. Ach, angenehm. Hallo. Ich bin Patricia. Ich bin Katja. Hallo. Ich habe ein kleines rotes Geschenk für Sie, für Ihren Rucksack. Danke sehr, das ist aber süß. Ja, dann rot zu rot, natürlich, für Sie in den Rucksack. Merci beaucoup. Im Innenhof liegt der Gemüsegarten des Schlosses. Das war übrigens auch im Mittelalter so. Dadurch konnte im Falle einer Belagerung Essen geerntet werden. Und auch hier haben die humorvollen Schlossbesitzer eine überlebensgroße Überraschung aufgestellt. Die Salate werden heute im Schlossbistro für die Besucher zubereitet.
Caroline hat die Leitung des Schlossbetriebes erst vor wenigen Jahren von ihren Eltern übernommen. Sag mal, du hast ja aber ja auch schon in Hongkong gelebt, 2,5 Jahre. Und jetzt bist du hier sozusagen Gärtnerin. Wie kommt denn dieser Wechsel? Ich glaube, es war so, wie meine Mutter gesagt hat, ein Traum hier zu leben. Ja? Und es ist auch so schön, wirklich mit Natur zu arbeiten. Mhm. Ich meine, wenn man mit Pflanzen arbeitet, dann kann man es unterschiedlich leben, sehen, was es funktioniert und was nicht so gut funktioniert und sowas. Das ist besser als im Marketing zu arbeiten, oder? Ja, das leuchtet mir schon ein. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt Marketing ansprichst, da hast du wahrscheinlich ein Büro und konntest dann nach Hause gehen. Hier lebst du mitten in deiner Arbeit. Ja, es ist ein bisschen so. Aber es ist auch ein schöner Platz zu leben, oder? Das stimmt. Ja, also auch wieder mal. Aber trotzdem, ich meine, du hast ja immer die Touristen, die hier durchflanieren, durch deinen eigenen Gemüsegarten. Ja, okay, aber nach 7 gibt es keine Leute mehr. Und dann fängst du an zu wandeln. Ja. Mhm. Und wie ist das, wenn man Leuten erzählt, man ist Schlossbesitzerin? Ist das normal oder? Nicht ganz normal, aber es gibt andere Leute, die Schloss haben, ja. Kennst du dann auch Mick Jagger? Der soll doch hier auch eins haben. Ach ja, er hat einen. Und kennst du ihn? Ich kenne seine Tochter. Und wie ist das Schlösschen? Besser als deins oder nicht so? Unterschiedlich. Unterschiedlich, das hast du sehr schön diplomatisch gesagt. Verschiedene Soße, es gibt Sonnenblumensoße oder Unsere Reise zu den Schlössern der Loire neigt sich dem Ende zu. Manche waren klassisch imposant, andere verträumt und charmant. Schloss Rivaux war faszinierend und individuell. Also für mich ist an diesem Punkt der Geschichte ganz klar, ich komme wieder. Vor allem auch mit der Familie, weil es so schön ist für kleine Kinder, auch das Loiretal und natürlich besonders hier euer Schloss Rivaux. Ja, im ganzen Loiretal gibt es so viel zu tun mit Familie, mit kleinen Kindern oder älteren Kindern und es ist perfekt. Das ist wirklich so super hier. Und ein paar Erinnerungen, ich habe ja so viele Eindrücke gewonnen, wollen wir jetzt auch mit Ihnen teilen, denn jetzt ist es soweit. Wir zeigen Ihnen noch mal, was wir hier alles Schönes gesammelt haben im Loiretal. Was fürs Gardening, die schönen aus Chaumont. Das bringt die Erinnerung an ein Schloss mit Gartenfestival zurück. Diesen Rotwein haben wir bei unserem Picknick abgezweigt. Wow. Vielleicht machen Sie ja auch eins damit. Keine Loire-Reise ohne Schlösserführer. Vielleicht verführt er Sie ja, selbst hierhin zu reisen. Und dann haben wir noch ein paar schöne Kleinigkeiten. Hier haben wir nämlich die Eselsmilchseife. Und natürlich den Schokoladenfisch aus der Werkstatt von Monsieur Max Fouché. Und hier haben wir noch eine ganz süße Tulpe, eine Kerze. Ich habe so viele tolle Eindrücke gewonnen. Das ist wirklich Wahnsinn. Vielen lieben Dank dafür, Caroline. Auch, dass du uns hier durch das Loiretal geführt hast. Und uns bleibt jetzt nur noch zu sagen, wir nehmen es wörtlich au revoir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Caroline. Und auf Wiedersehen, Avu. Tschüss. Reisen Sie wunderschön. Am besten durchs Loiretal. Tschüss. Wenn euch das gefallen hat, dann guckt hier nochmal. Hier lohnt sich auch nochmal zu gucken. Am besten abonniert ihr den ganzen Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen anzuschalten. Dann werdet ihr direkt informiert, wenn es was Neues gibt.